Spiegel immer mal die Blume an. Der Trend wird schon. So. Fuck, ich hatte noch mal diese Einstellung Chat and Stream anzeigen. Twitch Chat im Stream anzeigen. Ach ja, das mache ich über diese Scheiße da. Your Streamlabs. Geht das nicht auch über Dings? Über das? Nee, das ist es nicht. Social Blade da. Ich glaube, das geht da auch über Tippy, oder? That's not okay over the last few years. Da, Chatbox. My Chatbox. Twitch. Ah, da ist es ja sogar. Hexe. Hexe und Freeze. Hexen. Okay, das ist schon weg. Warte, ich will meinen Chat noch einblenden lassen. So, wie mache ich das jetzt? Always show. Nee, der soll nicht immer angezeigt. Show. Show better emotes. Message visible. 20 seconds. Save widgets. Fuck it. So. Mal gucken, ob das geht. OBS. Mache ich das im Browser, ne? Ah, Browser. Twitch. Chat. Yes. Das ist so lang gezogen, Alter. Boah, die Sonne blendet des Todes, Alter. Ah, da unten ist der Chat, okay. Können wir den Chat nicht anders, kleiner oder größer machen? Test, Test. Test 3. Aber passt. Gut. Sollte man wenigstens nochmal immer... Was gibt ja oft, wenn wir streamen?
muss ich Fragen beantworten und die Leute auf YouTube wissen nicht, mit wem ich rede. Der Chat wird dann immer 20 Sekunden angezeigt und dann ausgeblendet. Passt. El Pasto. Dann fangen wir mal mit Farm. Wird Zeit, schwöre. So, das haben wir gemacht. Dann let's go und so. Ja, und Alter, das ist ja schon voll. Let's go. Die Helden stehen ja. Wir brauchen richtig viel Elixier und Gold. Mindestens 500.000. Und wir müssen mal gucken, wie wir mit den Hockschweinchen klarkommen. Weil ich die tatsächlich noch nie so gespielt habe. Okay, ist laut eingestellt. Deswegen müssen wir das mal testen. Wir brauchen erstmal den Queen Walk. Plus King. Oh, die Hexen sind tot. Die waren ja richtig nutzlos. Habe ich noch nie gemacht, die Armee. Ich ziehe jetzt schon mal den King. Digga, wie weit man nur mit Helden kommt. Unnormal. Ah, die hier waren schwul. Könnte noch gut werden. Okay, ein Schweinchen ist noch über. Das war mein erstes Mal. Ist gut gelaufen eigentlich. Ich habe hier nebenbei noch den scheiß Brief in der Hand vom Vodafone. Warte mal. 3,55 € für was? Korrektur, letzter Abrechnungszeitraum. Nee, die 3 Euro kriegt ihr nicht. Da reden wir nochmal drüber. Aber ich glaube, von der Zeit her reicht es halt nicht. Das ist ärgerlich. Ja, meine Hexen sind auch leider gestorben. Das muss ich noch ein bisschen anders planen. Weil ich habe jetzt 200.000 nicht gekriegt, dass in der Mitte stand. Das ist das einzige Problem bei diesen Hog Rider Armee. Aber man will es ja trotzdem mal ausprobieren, ne? Ich habe auch den Fehler gemacht, dass ich die Hexen in... Das habe ich aber erst später gemerkt. In diese Dings reingepackt habe.
In den Magierturm. Und ich wusste nicht, dass die Hexen so nah rangehen. Aber obviously haben sie das getan. Lief doch gut soweit. Ja, fürs erste Mal. Das ist das erste Mal. Und ich lüge nicht. Das ist der erste Angriff. Da. Das ist das erste Mal, dass ich mit der Armee angehe. Und ich habe mir die selber zusammengestellt, ne? Ich habe die selber zusammengestellt. Ich will einfach mal gucken. Ich will nur Dunkles benutzen, weil ich ja wieder Wände machen will. Aber wir können schon wieder eine Wand machen. Wir sind doch fast fertig. Wir haben jetzt nur noch 10 Wände hier oben. Die in der Mitte ignorieren wir erstmal. Und jetzt müssen wir dann nur noch da unten weitermachen. 10 Wände, ne, 20. Warte mal, bei 25 sind das 5 mal 5, 5. Ja, 10 Wände können wir schon mal abziehen, weil wir ja immer noch das hier kriegen, ne? Wir kriegen ja hier nochmal 100.000. Das heißt, da können wir sagen, okay, fuck it. Wir können 10 Wände schon mal minus machen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch 160 Wände machen. So viel ist das gar nicht. Ich glaube, das kriege ich bis Dezember hin. Das müsste ich eigentlich bis Dezember hinkriegen. Wie sehen die überhaupt aus? Die Hawk Rider sehen mega witzig aus.
So, jetzt kann man mich wieder hören. Ja, ich habe gerade telefoniert, deswegen ging das nicht mit dem mich hören. Ich probiere das einfach mal aus hier, oder? Mal gucken. Ich teste mal die anderen Armeen und dann die anderen Armeen und die andere Armee. Weil mit den Hog Riders ist das scheiße. Weil die Hog Rider farmen keine. Die farmen keine Dings. Die gehen nicht auf die Gebäude, also dieses Loot holen. Ja, aber wenn es ein Single Inferno ist, ist es doch scheißegal, oder? Haben wir alles? Ja, wir müssen nur noch 20 Sekunden warten, dann kommen die Helden. Egal, meine Heizung ist todeswarm, Alter. Ja, ne, aber nur wenn's Multi-Infernos sind, oder? Single-Infernos sind doch völlig Wayne. Oder sehe ich das jetzt falsch? Was nimmt man denn am besten in der Clanburg mit? Ich würde sagen, nur Loons, oder? Ich mach mal nur Loons. Ah! Hogs, ach, Pappelapapp, Hogs. Ich teste das selber aus, wie ich das mache hier. Ich brauche hier keine Tipps, die ihr über diesen Beat so gekriegt habt da. Er hat eh nichts drauf. Er kann nichts. Ups. Oh. Trash. Diese Schweinereiter will ich nicht. Harte Pornos. SMS mit Pornos. 20 Minuten Pornos. Geil, wie ich meine Links genannt habe, ey. Beste Names in the World. Pistol Cancer. Kenne ich von Blair Blade, hat auch keine Ahnung. Ja, der Typ hat gar keinen Plan. Hier würde ich jetzt angreifen. Kann die Hexe hier die Wand aufmachen? Warum laufen die gegen die Wand und die Riesen nicht? Das verstehe ich nicht. Komm, helf mal mit, Junge. Fuck my ass. Ach so, das ist ja noch gar nicht die richtige Armee, ne? Digga, wie das aussieht. Wenn das 1 Milliarde Skelette sind. Das sieht. Das sieht so unnormal aus, Alter. Guckt euch mal an, wie das aussieht. Wie viele von diesen Dingern da rumkriechen. Sieht mega witzig aus. Ich mag's. Und ich glaube, mit den Skelettzaubern wäre das noch übertrieben, ne? Weil die haben ja diese Schilde, die Skelette, ne? Und solange da kein Flächenschaden ist, kommt doch so eine Kanone überhaupt nicht auf die klar. Außer jetzt die hängen irgendwo fest, dann ist es scheiße.
Okay, aber das ist noch ausbaufähig. Aber das ist noch ausbaufähig. Aber wir verbrauchen zumindest kein... warte mal. Wir verbrauchen zumindest kein Elixier und so, sondern nur Dark Elixir. Und davon haben wir hier, of course. Davon haben wir genug. So, wir müssen mal wieder unsere eigene Maschine mitnehmen, anstatt die von uns, weil dann sparen wir auch nochmal 100.000. Normalerweise könnte auch in der Klamburg Riesen sein, oder? Ich freue mich richtig gleich auf Dings. Auf. Wie heißt's? Death Stranding. Auch wenn es keiner von euch sehen will, wir spielen trotzdem gleich das hier. Death Stranding. Ich habe richtig Bock, das Spiel weiter zu zocken. Und wenn ich das Spiel durchgespielt habe, weil ich es mir ja so gekauft habe auf CD, dann verkaufe ich es wieder für 40, 50 Euro oder so. Weil ich habe es gekauft, warte mal, beim Mediamarkt für 62,99. Und ich verkaufe das dann danach wieder für 65 oder nee, für 50 oder 45 Euro ungefähr. Aber besser, man kauft es in so einer Hülle, ein Original, ne? Und spielt es durch und verkauft es dann weiter. So macht man halt, sagen wir mal so, weniger Verluste. So habe ich für das Spiel, um das durchzuspielen, 12 Euro bezahlt oder 13 Euro. Das passt schon. Erbsensuppe. Obstsalat. Wir können das dunkle Elixier sogar immer wieder voll machen. Trash. What a tragedy. Oh, bother. Kennt ihr das? Ihr spielt das Spiel, greift an und komischerweise geht jeder Angriff schief, bis ihr ungefähr eine Anzahl von Pokalen erreicht. Und erst dann könnt ihr wieder gewinnen, die ganze Zeit, und kommt dann wieder hoch. Und dann fallt ihr wieder down. Und ihr könnt nichts dagegen machen. Ich verstehe das manchmal bei diesem Spiel nicht, dass man erst so richtig hoch ist und dann verliert man auf einmal wieder richtig viel. I don't understand. Man. Hier ist ja auch wieder fast alles maxed, ne? Trash. Jetzt gleich nochmal die Barbaren hochböllern. Dann ist das schon wieder alles maxed. Ich hasse das. Wieso zoomt der da immer rein, Mann?
Das Einzige, was richtig kacke ist, die Armee dauert übertrieben lange. Obwohl wir den Ausbildungsschub für 30% schneller haben. Das dauert richtig lange. Ich weiß auch nicht, 2 Wände haben wir fertig gemacht in einer Stunde heute. 2 Stück haben wir fertig. Also wir müssten noch 2 schaffen, um diesen Dings zu packen. Also in einer Stunde sollte man 4 Wände schaffen. Dann sind wir täglich, dann sind wir immer good to go. Also wenn wir täglich müsste man, also was schlecht ist bei mir, ich muss 4 Wände am Tag schaffen. Und am besten in einer Stunde mit so einem Boost. Weil für andere Sachen den Boost verbrauchen wir Trash. Digga, Leute, die Samsung S Plus ist unnormal, ne?
What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Diese E-Mail-Adresse ist bereits benutzt. Hä? Passwort vergessen. Too many requests. Fuck a bitch. Spotify, Drecksladen, Alter. And if I say it enough, it gets ingrained in my head and I start to think. Honey, I'm a perfect 10. Wir brauchen mehr Gold und wir brauchen mehr Elixier. Hört sich nicht schlecht an.
always have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. Gefällt mir nicht die ganzen Armeen. Die Hexen sind schon geil. Lieber Single Infernos angreifen. Ja, aber nicht so viele. Ich brauche irgendwie noch was, um auch meine Armee einmal zu healen. Einsprung. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. I was an ordinary boy. Mauern halten Hexen zu lange auf. Eigentlich wäre als Maschine Mauerbrecher geiler. Hi, Master of Hell. Müssen wir mal kurz... Ich guck mal ganz kurz. Wegen der anderen Belagerungsmaschine. Habe ich noch Mauerbrecher? Nein, nein, nein. Ich mach davon mal welche fertig. Don't you know? Don't you know?
Warte mal, aber brauche ich den Mauerbrecher? Brauchen wir den Mauerbrecher, wenn ich mit Erdbeben reingehe? I don't know! Reicht da nicht ein Felsenwerfer? Und eine Idee? Der hat 6100. Wie viel hat der? 6200 und macht mehr Schaden. Nee, wir bleiben bei den Felsenwerfern. Du bist on, ja, aber trotzdem benutze ich immer meine eigenen Accounts zum Spenden. Hey, beautiful girl. Yes, I did it all for love. Mauerbrecher sind wichtig, egal welche Taktik. Also willst du mir jetzt sagen, wenn ich mit E-Drachen angreife, brauche ich Mauerbrecher? Das heißt, ich muss noch Mauerbrecher mitnehmen, wenn ich mit E-Drachen reingehe. Okay, das wusste ich nicht. Weil du schreibst, egal welche Taktik. E-Drache ist auch keine 3-Sterne-Taktik. E-Drachen, 3 Sterne. E-Drachen, 3 Sterne. Fast 3 Sterne. Okay. Nimm mich einfach mal so hin. E-Drache ist halt keine 3 Sterne. It's okay when you have specific bases, but... So, wir probieren jetzt mal die Armee aus. Und danach gucken wir uns mal die Erdbebenarmee an, wo wir alles einreißen. Und alles Dunkle wegmachen. Ja, das ist ja auch nur Farm. Die meisten breche ich ja ab. Trotzdem ist jede Taktik... Kannst du 3 Sterne machen. Es kommt immer auf die Base an, ne? Das ist alles so wenig Loot. Loot ist viel zu wenig. Es hat mit den Ligen oder mit der CWL nichts zu tun. Es kommt, wie gesagt, immer auf die Base an. Du kannst mit E-Drachen... Gibt's genug Videos auf YouTube, wo die in der CWL 3 Sterne machen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie hoch oder wie weit unten du bist. Wir brauchen mehr Loot! Und jetzt fängt das wieder an mit der Lupe, ey. Ich bitte dich, komm schon, Mann. Hast du das? Brauchst
brauche mehr Loot. Bringt nichts, wenn wir mit 300.000 angreifen. Ich sehe nicht, wer wo ist bei diesen ganzen Dingern. Wo ist denn mein Warden? What the fuck? Ach so, der hängt da oben irgendwo rum. Der Warden hängt einfach irgendwo oben rum. Wo ist meine Queen? Ah, die ist irgendwo oben außen. Okay. Ah, ich will nur den Loot außen. Der Rest ist mir egal. Wir brauchen den Loot. Und 70% Zerstörung. Aber ich glaube, das ist ja immer drin, ne? Boah, das sieht auch gut aus. Guck mal, wir haben fast den ganzen Loot gekriegt. Das passt doch. Das reicht schon. Ah, 500.000 ist nicht so viel. 600.000 Loot. Könnte ein bisschen mehr sein. Wir gucken mal, wie die Armee ist. Anstatt die Riesen nehme ich mal die Packer mit. Wenn die jetzt nicht unbedingt in den Single-Target-Inferno reinlatschen, könnte das gut sein. Oh, wir probieren das einfach mal aus. Master of Hell, ich weiß... Vielleicht ist das so in dir drinne, dass du gerne so klugscheißerst oder so. Aber ich versuche nicht rauszufinden, ob 5 oder 10 Hexen besser oder schlechter sind. Sondern ich muss nur Wände farmen. Ja? Das heißt, ich brauche Gold und Elixier. Und ich will meine Armee so teuer wie möglich mit dunklen Sachen machen. Das heißt, die Hexen sind bis jetzt das Beste, was es zum Angreifen gibt. Okay? Und mehr geht's nicht. Du kannst immer auf 3 Sterne gehen, wenn du willst. Du bist ein großer Meister. Du machst immer 3 Sterne. Deswegen reißen sich Clans um dich. Bei mir ist es nicht so. Ja, mich will niemand haben. Ich bin schlecht. So, ich will einfach nur farmen. Mich interessiert überhaupt nicht, ob ich 3 Sterne kriege oder 1 Stern. Das ist ein ganz normaler Angriff und ich farme Wände. Was bringen mir 3 Sterne, wenn ich gerade farme? Was habe ich von 3 Sternen? Nichts. Absolut nichts. Nein, deswegen verstehe ich deine Aussage nicht. Mauervernichter? Nö, ich mach das mal mit dem Slammer weiter. Weil der Slammer hat 100 mehr HP... Und er macht 300 mehr Schaden. Deswegen nehme ich mal den Slammer wieder mit. Weil wir machen das ja jetzt mit diesem Beben. Wir gucken mal, wie weit wir da kommen. eBay. Gebot erhalten. Er schreibt, 20 Hexen sind zu viel. Und unten schreibt er, ich versuche anderen zu helfen. Wie hilfst du denn jemandem dabei, wenn du sagst, 20 Hexen sind zu viel? Damit hilfst du kein Stück. Damit klugscheißest du einfach nur. Und wir farmen hier. Glaub mir, ich weiß, wie das Spiel funktioniert.
Ich brauche keine Hilfe. Aber danke. Wenn ich Hilfe will, frage ich danach und erwarte nicht, dass Leute reinkommen in irgendein Channel, wo sie noch nie waren und dann erstmal rausdrücken, was ihnen so innerlich auf dem Arschloch liegt, obwohl man das nicht hören will, wenn man nicht danach gefragt hat. Stimmt, ich kann mit dem MV nur besser zielen. Ja, guck mal, wie gesagt, Get, mir geht's jetzt nicht darum, diesen Angriff zu perfektionieren, verstehst du? Mir ist es völlig egal. Und das war's für mich. Du hast gefragt nach den Mauernbrechern. Ich hab nicht gefragt. Ich hab auch explizit nicht dich gefragt. Du hast nur geschrieben, Mauerbrecher sind für jede Taktik wichtig. Ich hab nie nach irgendwelchen Mauerbrechern gefragt. Glaub mir, wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich. Ich frag ganz sicher nicht. Noch ein Gebot. Hm. Und Get, wie gesagt, wenn ich das jetzt perfektionieren will, ne? Wenn ich das perfektionieren will oder so. Ja, ich weiß, Get, bei dir verstehe ich das ja. Aber du weißt ja, wenn ich das perfektionieren will oder so und ich will hier eine 3-Sterne-Taktik machen, dann nehme ich ganz sicher keine 20 Hexen mit. Ich will einfach nur so viel wie möglich Dunkles raushauen und so wenig wie möglich Elixier verschwenden, damit ich schnellstmöglich meine 116 oder 160 Mauern fertig kriege. Mehr ist nicht mein Ziel. Ich will hier keine 3-Sterne-Taktik aufbauen oder was auch immer. Lecker. Der ist lecker. Guck mal, wir brauchen ja aber 4 Erdbeben, ne? Was ist, wenn ich den hier hin droppe? Oh mein Gott, ist das ein Riesenradius. Guck mal, da können wir hier rein und dann hier durch. Wenn ich den hier hinwerfe, müsste das hier auch aufreißen, oder? Ja, Mann. Boah, der Bebenradius ist ja mega ekelhaft. Und der hat nur Multi-Infernos. Was eigentlich für unsere Sache ziemlich gut ist. Wir healen mal einmal hier ab. King kriegt gerade ein bisschen Schläge. Warden ist hier. Wir müssen mal mixen mal hier einmal den Rage rein. Hier sind die meisten Hexen gerade, aber die müssten jetzt alle durch die Mitte gehen, weil wir ja hier mit dem Erdbeben komplett aufgemacht haben. Wenn wir da zum Haus kommen, dann könnten wir den Warden nochmal anmachen gleich. Das Rathaus fickt halt übertrieben die Hexen weg. Aber wir haben gut was gekriegt. Mit dem Erdbeben ist das gar nicht so schlecht. Man kann übelst viel aufreißen. Und kriegt dadurch ziemlich viel von der Base kaputt, ne? So schlecht ist das gar nicht. Und die squeezen nochmal den Rest. Die squeezen nochmal den Rest Gold raus, die Skelette. Geil. Wenn sie jetzt hier reingelaufen, hier oben längs, die Hexen, das wäre optimal gewesen, aber die sind unten rumgelaufen, leider. Was aber nicht so schlimm ist. Vielleicht lassen wir die Packer ein bisschen warten, dass sie so einen Funnel bauen. Das wäre zum Beispiel nicht schlecht, aber das mit den Erdbeben finde ich ganz geil. I like that. Das war zum Beispiel ganz nice. Ich habe gerade einen Penis angefasst. Weil man mit den Erdbeben übertrieben viel rausreißen kann. Ne, das ist so eine Idee.
Eine Wand müssten wir eigentlich noch machen, aber... Wartet mal. Ich sag schon gar nichts mehr im Chat dazu. Bin einfach ruhig. Ich lass die schreiben. Gibt halt Leute, die müssen sich unbedingt mitteilen, obwohl sie nicht gefragt wurden. Und die nicht wissen, worum es geht, aber... Ich lass sie mal schreiben. Aber wenn man so einen Namen hat, ja, dann ist da. Dann ist man sowieso schon. Da stimmt irgendwas nicht. So. Dann können wir nämlich noch die letzte Wand machen. Ah ja, und am 15. Leute, spielen wir dieses eine neue Game da. Star Wars Jedi Fallen Knödel. So, wir haben 4 Wände in einer Stunde geschafft. Und ich werde diese Taktik weiter ausprobieren, die wir jetzt hier mal ein bisschen zusammengewürfelt haben, um zu farmen und keine 3 Sterne zu holen. Einfach nur, um zu farmen und sehr viel Dunkles zu verbrauchen und sehr wenig Elixier. Deswegen haben wir diese Armee. Wir wollen keine 3 Sterne Taktik. Eins, zwei, drei, 19. Brrr. Wie viele Bowler könnten wir eigentlich machen? Wie viel kostet so ein Bowler? 6, ne? Man könnte mehr Bowler machen, aber ich glaube Hexen. Man könnte die Taktik mal mit Bowler und mit Hexen probieren. Und dann nehmen wir 8 hiervon, ein Heal und ein Freeze. So. Und dann werden wir mal machen. 2 Packer. 1 Milliarde Bowler. Tschüss, da kann man 38 machen. Wir probieren das einfach mal aus. Freeze und ein Heal. Wir speichern beide mal ab. Kosten ja vom Ding her fast gleich viel. Da müssen wir mal gucken, wie weit wir da ungefähr kommen. Und dann frage ich mal an, dass mein Account geschützt wird.